Arm. Reich. Superreicher Tattoo-Künstler? Ich? Nein, auf keinen Fall. Aber er. Schatz, ich bin verrückt nach dir. Ich will mit dir zusammen sein. Nicht jetzt. Was ist denn hier los? Das ist wichtig. Was ist das? Wow, eine Einladung zum Tattoo-Wettbewerb. Ja, der beste Tätowierer bekommt diese super VIP-Luxus-Tätowierpistole. Wie bekomme ich sie? Ich verstehe, du musst 5 Sterne verdienen. Du hast so ein Glück, dass deine Mom die Jury bei diesem Wettbewerb ist. Super, ich mach mich fertig. Was ist das? Der Wettbewerb der besten Tätowierer? Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich werde bald meinen eigenen Walk of Fame haben. Wow, der Wettbewerb für den besten Tätowierer. Ich muss gewinnen. Alle Sterne werden mir gehören. Hi, machst du Tattoos? Klar. Setz dich. Hey. Ups, mein Pappstuhl ist kaputt gegangen. Geht's dir gut? Lass mich dir helfen. Warte. Ich hol dir einen anderen Stuhl. Wo ist mein Kunde? Ups, heute ist nicht mein Glückstag. Mach es dir bequem. Ich gebe dir eine entspannende Gesichtsmaske. Was soll das? Ich ersticke. Ich brauche keine Maske. Ich bin wegen eines Tattoos hier. Okay, immer mit der Ruhe. Das Wichtigste ist, dass du dich vorbereitest. Warte. Oh oh. Alles okay? Oh, da sind die Sterne. Das war ein super Start. Danke, dass du mir vertraust. Du bist mein bester Kunde. Ich werde nie wieder hierher kommen. Geh weg. Willkommen in Alice Tattoo Studio. Was kann ich für dich tun? Das ist das Tattoo, das ich will. Natürlich. Wo soll es hin? Hier auf meinem Arm. Kein Problem. Welche Farbe willst du gerne haben? Zu viele Fragen. Bist du ein Profi oder was? Leute, helft mit. Welche Farbe soll diese Rainbow Friends Figur haben? Kommentiert unten. Danke. Fang an. Los geht's. Psst. Kannst du mir danach einen Schmetterling tätowieren? Warte, bis du dran bist, Sicherheitsdienst. Ich bin zuerst dran. Unser schickes Tattoo-Studio hat geöffnet. Ich habe auf dich gewartet. Hi, ich will das coolste Tattoo, das es gibt. Kein Problem. Da bist du bei mir genau richtig. Das Tattoo muss so cool sein, dass alle neidisch werden. Na schön. Igitt. Ist das hässlich. Ich rufe dich zurück. Eric, du machst das falsch. Lass mich, Mom. Die Kundin gehört mir. Mom weiß es am besten. Gib her. Das reicht, Mom. Mach eine Pause. Ich werde es selbst zu Ende bringen. Also, wo waren wir? Oh, ich kann mir das nicht ansehen, ohne zu weinen. Leute, dieses Tattoo ist nur für diejenigen sichtbar, die in 5 Sekunden 3 Daumen nach oben dalassen. Eure Zeit beginnt jetzt. Nicht gucken. Wir müssen das Tattoo ausbessern. Keine Angst, das wird schon. Nimm die Folie unter keinen Umständen ab. Okay, danke. Viel Glück. Puh, das war knapp. Fast fertig. Nur noch ein bisschen Geduld. Das haben wir gleich. Oh nein, schlechtes Timing. Ich habe keine Tinte mehr. Was jetzt? Stimmt, ich werde meine alten Tattoos recyceln. Warum nicht? Das ist ein umweltfreundlicher Weg. Ganz einfach. Das tut so weh. Was? Was soll das? Was hast du getan? Ich wollte kein Gesichtstattoo. Du trägst die volle Verantwortung dafür. Keine Tattoos mehr. Hi, kann ich jetzt die Folie abnehmen? Nein, es ist zu früh. Noch nicht? Na gut, geh nochmal spazieren. Oh, sie lebt.
Wow, was ist das? Wie cool! Wollt ihr wissen, wie es dazu kam? Geht auf unseren neuen Wargum-Channel. Das macht richtig Spaß. Ich bin da. Wo sind denn alle? Er hat schon 3 Sterne. Ich muss so schnell wie möglich was dagegen tun. Hey, ich will dieses Tattoo. Jetzt. Klar, Miss. Autsch, autsch. Das ist super schmerzhaft. Das ist Folter. Warum schreist du? Ich habe mir doch nur Handschuhe angezogen. Oh, ich bin so empfindlich. Wow, nicht übel. Eine Minute noch. Ich bin fast fertig. Was ist das? Was für ein Albtraum. Hä? Was ist denn? Sie selbst. Du hast meinen Arm kaputt gemacht. Ich werde hier nie wieder herkommen. Dein Tattoo-Studio ist ein Desaster. 1 Stern weniger. Ha, das war leicht. Körperteile. Das ist eine Zombie-Apokalypse. Kann ich die Folie abnehmen? Nein, ich muss gehen. Ich will ein teures Tattoo. Wenn du so viel Geld hast, habe ich bestimmt etwas, womit ich dich überraschen kann. Wow, sind das Saphire? Keine Bewegung. Das ist ein Raubüberfall. Gib mir das ganze Geld. Wow, sind das Saphire? Die nehme ich auch. Sie lassen sich nicht abziehen. Was soll ich tun? Dieses Tattoo kann nicht gestohlen werden. Ich habe eine Idee. Künstlerin Ellie, würdest du mir das gleiche Tattoo machen? Auf jeden Fall. Und was ist das? Ich verstehe es nicht. Wo sind die Juwelen? Es ist ein Peilsender. Jetzt kannst du nicht mehr weglaufen. Hallo du. Du bist verhaftet. Oh oh. Hey Tätowierer. Rate mal, wer wieder da ist. Kann ich endlich die Folie abnehmen? Nicht wirklich. Ich werde alt sein, bevor ich mein Tattoo überhaupt zu Gesicht bekomme. Eine Brille. Stimmt. Ups, sie ist runtergefallen. Was für ein Glück. Hier bitte, setz deine Brille auf und schau. Wow, hübsch. Vielen Dank, ich liebe es. Viel Spaß mit deinem neuen Tattoo. Puh. Hi, ich möchte ein Bild von meiner Freundin auf meinem Arm tätowiert haben. Geht das? Klar, kein Problem. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe die Schule für Porträtkünstler abgeschlossen. Nur noch ein bisschen Geduld. Nein, es ist nicht schön geworden. Meine Hand zittert. Noch nicht genug. Warte einen Moment. Ich habe eine Idee. Komm, hier drüben. Drück deinen Kopf drauf, bitte. Und bleib so. Was soll das? Schatz, er hat mir fast den Hals verstaucht. Was glaubst du, wer du bist? Für ein schönes Tattoo muss das so sein. Los geht's. Fertig. Sieh es dir an. Was meinst du, mein Schatz? Magst du es? Natürlich nicht. Es ist hässlich. Und wenn ich dich bezahle? Okay, es ist super. Danke für deine Arbeit. Hallo. Ha? Oh, ich habe vergessen, das Bügeleisen auszuschalten. Hey du. Was ist denn da? Oh, du brauchst ein Spielzeug. Ich bringe es dir. Schau mal, was ich hier habe. Ups, wo ist das Kind? Hallo? Bist du hier? Nee. Oder hier? Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, noch ein Kinderwagen. Und hier?
Leute, helft mir! Welche Farbe hatte das Baby in dem Kinderwagen? Kommentiert die richtige Antwort unten. Es ist an der Zeit, die Ergebnisse des Tattoo-Wettbewerbs zusammenzufassen. Wir werden gleich herausfinden, wer die brandneue VIP-Luxus-Tätowierpistole bekommt. Hier, damit kannst du dir die Trainerbrüche, wenn du verloren hast. Und der Gewinner ist Eric. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Dieser Sieg ist wohl verdient. Warte, er hat mir das schlimmste Tattoo aller Zeiten verpasst. Ich habe eine neue Brille gekauft und es mit meinen eigenen Augen gesehen. Schäm dich. Was ist das? Der Wettbewerb ist manipuliert. Eric ist der schlechteste Tätowierer. Lauf, Junge. Das war so fies. Ich gehe. Wow. Sie wird mir trotzdem gehören. Hier, dein Tattoo ist fertig. Die Schlangen sehen so männlich aus. Und überhaupt nicht gruselig. Aber nur, wenn sie nicht echt sind. Bei Susie stehen so viele Leute an, um ein Tattoo zu bekommen. Bei Connor steht keiner an. Weg da, Paul! Das ist ungerecht. Aber ich weiß, was zu tun ist. Etwas von meinem Zaubertrank in die Tinte. Lass dich nicht stören, Susie. Adios. Komm, liege. Wir müssen los. Warte, ich füge noch Tinte hinzu. Oh, wie lange noch? Das war's. Dein Schmetterling ist fertig. Wow. Ist der nicht süß? Oh ja, er sieht fast wie echt aus. Schau dir mein neues Tattoo an. Ist es nicht wunderschön? Ich wollte schon immer einen Schmetterling haben. Nicht anfassen. Er ist wie echt. Wow, er ist wirklich echt. Oh, ein Insekt. Eklig, lass mich los. Also, was hättest du gern? Diesen süßen Hund. Gute Wahl, ich bin schon dabei. Fertig, hier ist er. Ich mag es, danke. Ich wollte schon immer ein Haustier haben. Jetzt habe ich einen Hund. Herrchen, wach auf. Was? Ein Hund? Warum? Warte, du siehst genauso aus wie mein Tattoo. Es ist weg und ein echter Hund ist aufgetaucht. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Schau mal, Susie. Oh, ein süßer Hund. Nein, du verstehst das nicht. Du hast einen Hund tätowiert. Er ist weg, siehst du? Was? Ich arbeite noch. Gut, ich warte. Fertig. Danke, das ist ein perfektes Skelett. Hör zu, Susie, deine Tattoos sind magisch. Sie verschwinden von der Haut und werden lebendig. Das ist doch unmöglich. Du glaubst es nicht? Ich werde es dir beweisen. Autsch, gib mir deine Tinte. Steve, was soll das? Autsch. Ich bin fast fertig. Hier, schau mal. Na und? Das ist doch nur ein Tattoo und kein gutes. Warte, es braucht Zeit. Das hat keinen Sinn. Was? Aber wie? Das ist eine echte Uhr. Ich habe es dir gesagt. Deine Tätowiertinte kann Wünsche erfüllen. Oh. Ich habe Hunger.
Wie wär's mit einer Pizza? Ich bestell sie. Deine Pizza. Du musst sie bezahlen. Susi wird bezahlen. Ich? Aber ich habe kein Bargeld. Warte mal kurz. Warte, noch ein paar Minuten. Gleich gibt es eine ganze Kiste voller Geld. Wow, hier ist der Jackpot. Ups, der Koffer ist leer. Kein Geld, keine Pizza. Hey, warum sollten wir Geld brauchen? Wir machen einfach ein Pizza-Tattoo. Geniale Idee. Ah, lecker. Hey Susi, wo ist meine Pizza? Oh. Schatz, Oma will ein Drachen-Tattoo. Klar. Davon träume ich schon, seit ich klein bin. Warte, ich habe einen Anruf. Hallo, Oma Engel hier? Ja, ich bin noch am Leben. Ich bin in einem Tattoo-Laden und lass mich tätowieren. Das soll ein Smartphone sein? Mach dich bereit, Oma. Ich schenk dir eins. Hier ist dein neues iPhone 135. Es ist ein Prototyp. Ich rufe dich zurück. Das ist kein Drache. Warte mal ganz kurz. Du wirst es lieben. Okay. Wow. Tada. Oh, das ist ein Wunder. Wie funktioniert es? Wie soll ich anrufen? Wo sind die Knöpfe? Ups. Es ist nutzlos und kein Drache. Hallo, Auskunft? Ich brauche einen anderen Tattoo-Laden. Ein neuer Kunde. Hey, das ist nicht fair. Hey, bring mir einen Kaffee. Ich will Spider-Man auf meinem Arm haben. Okay. Hier ist dein Kaffee. Igitt, eklig. Wer macht denn so einen Kaffee? Was ist dein Problem? Komm, Bill, du hast es ja so gewollt. Beeil dich, Susi. Deine Katze liegt in den Wehen. Ich werde dein Tattoo fertig machen. Was? Steve, was hast du getan? Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Nein, wir müssen es in Ordnung bringen. Was ist das? Ist das eine Art Hybrid? Warte. Oh nein, 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 nein. Susi, das geschieht ihm recht. Was? Du bekommst, was du verdienst, du Fiesling. Was ist hier los? Ups. Danke, Spidey. Oh nein. Was ist? Ich habe Angst vor einem Skelett. Oh oh, der Typ, für den ich ein Skelett-Tattoo gemacht habe. Wir müssen ihn retten. Schnell. Also, wer geht vor? Steinpapierschere. Okay, ich gehe rein. Guten Tag, liebe Gäste. Fräulein Skelett und ich haben schon auf euch gewartet. Hi. Warum seid ihr so überrascht? Kommt rein. Fräulein Skelett hat etwas gekocht. Fräulein Skelett geht es sehr gut. Sie ist eine geniale Köchin. Sie isst nichts und sie ist sehr schlank. Nur Haut und Knochen. Ich meine, nur Knochen. Nur Knochen. Versteht ihr? Oh, du bist witzig. Fräulein Skelett, servieren Sie uns den Nachtisch. Sie hat leckere Kekse gebacken. Wir müssen los. Wir sind spät dran. Danke für die Gastfreundschaft.
Ihr wollt schon gehen? Was ist mit den Keksen? Nimm's nicht persönlich, Fräulein Skelett. Was haben wir getan? Susi, denk nach. Gibt es noch jemanden, den wir retten müssen? Jackie, ich habe ihr ein Feuertattoo tätowiert. Schnell! Was ist denn los? Beeil dich! Ich habe meine Tattoo-Pistole vergessen. Steve, lenk sie ab! Ablenken? Wie geht's? Das Wetter ist heute schön. Es ist genial, aber ich bin eher ein Regenmensch. Ja, das hat etwas Besonderes an sich. Wo ist sie? Oh, eine Anti-Stress-Krake. Glücklich? Traurig. Und wieder glücklich. Und traurig. Oh, stimmt ja. Die Tattoo-Pistole. Und Tinte. Los geht's. Beeil dich, Steve. Oh. Dein Arm. Ja, okay. Warte, Jackie. Nur noch ein bisschen. Puh, endlich. Hier ist ein Feuerlöscher. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wow, schau dir das Kleid an. Ich will auch so eins. Ich habe eine Idee. Steve. Warte, nicht bewegen. Nur noch einen Moment. Tada! Komm, mein neues Kleid. Ups, falsche Größe. Ich muss ein größeres machen. Fertig. Toll, ich wurde geboren, um eine Designerin zu sein. Ups. Hey, was trage ich denn da? Eigentlich steht es mir. Was? Ich sehe gut aus, egal was du sagst. Oh nein, Steve! Steve! Es reicht nur für einen Wunsch. Okay, wir müssen es uns gut überlegen. Okay, fertig? Wie wäre es mit einer Reise nach Paris? Vielleicht nur ein Croissant? Nein? Auch das nicht. Nein? Nein. Wie wäre es mit einem Auto? Deine Eidechse ist fertig. Glückwunsch! Ah! Die Eidechse ist zum Leben erwacht. Dieses Tattoo ist echt. Mein Tattoo-Studio hat schon bessere Tage gesehen. Nicht ein einziger Termin heute. Und morgen auch nicht. Wie soll ich jetzt die Miete bezahlen? Ich bin pleite. Und der Strom wurde abgestellt. Ich muss mein Tattoo-Studio schließen. Mom, ich werde dir helfen. Es wird Zeit, dass du den Laden übernimmst. Der Laden wird nicht geschlossen. Was ist los? Mom will unseren Laden schließen. Was? Ich habe mir etwas überlegt. Willst du ein Kaugummi? Danke, aber mir fällt trotzdem nichts ein. Vielleicht kann das ja helfen. Zaubertinte. Ich probiere sie aus. Gut, an wem sollen wir sie ausprobieren? Was für ein schöner Phönix. Er lebt. Wow, wir haben es geschafft. Der Tattoo-Laden bleibt geöffnet. Und wir werden eine Menge magischer Tattoos machen. Oh nein, unsere Playstation ist kaputt. Warte, ich schau mal nach, wie viel eine neue kostet. Sieh mal, hier ist sie. Was? Was ist das? Ein Tattoo, das Wünsche wahr werden lässt. Und es kostet nur 200 Dollar. Das ist unsere Chance. Komm! Hab ich da gerade gehört? Ein Tattoo, das Wünsche wahr werden lässt? Oh, das klingt super. Ich bin Paul Parker, der legendäre Schurke.
Ich habe dieses Design auf Instagram gesehen. Und das hier. Aber vielleicht nehme ich lieber das hier. Oh nein, mein Akku ist leer. Ich helfe dir. Du brauchst ein Smartphone-Ladegerät. Wow. Oh, wow. Zeig mir das Bild. Okay. Mir gefällt das hier. Cool, danke. Von nun an werde ich Instagram immer auf meinem Arm haben. Du kannst durch Instagram scrollen, so oft du willst. Sehr gut, Steve. Hi, ich will ein Tattoo. Aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh, was hältst du von Boxhandschuhen? Oder ein Totenkopf? Wirklich? Dieses Mädchen braucht etwas anderes. Zum Beispiel dieses Einhorn. Ein Einhorn? Nee, ein Totenkopf ist besser. Was soll ich nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das hier. Was? Hi, ihr Lieben. Was denkt ihr, was dieses Mädchen gewählt hat? Kommentiert eure Antworten unten. Ich habe Hunger. Ich werde etwas bestellen. Ich hab's fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Oh. Heiliges Tattoo. Ich hab Höhenangst. Was ist denn hier los? Ist da jemand? Nö. Oh, eine lebende Tattoo-Pistole? Was machst du da? Ach so, du bist von der Marketingagentur. Geh und verteile Flyer von unserem Tattoo-Studio. Danke. Magische Tattoos. Die sind super günstig. Nimm zwei Flyer und du bekommst einen Rabatt. Was mache ich hier eigentlich? Hi. Hey, du bist es. Du bist mit einer Aufführung gekommen. Du willst etwas aufführen, oder? Nee, hab mich geirrt. Kannst du mir ein Tattoo auf den Bauch tätowieren? Klar doch. Autsch. Oh, es hat geklappt. 200 Mäuse für deine Arbeit. Die Tinte gehört mir. Ha, gleich gehen meine ganzen Wünsche in Erfüllung. Komm schon, Geld. Werde lebendig. Hey, geh in meine Brieftasche. Nein. Komisch. Ich versuch's nochmal. Diesmal mache ich eine Pizza. Es funktioniert wieder nicht. Wie wär's mit einem Laptop? Mit einer Playstation? Mit neuen Turnschuhen? Nichts funktioniert. Warum? Oh oh, das ist keine Zaubertinte. Ich habe alles verwechselt. Überraschung. Alles Gute zum Geburtstag. Schätzchen, das ist für dich. Wow, Mom. Du hast genauso eine Kette. Oh oh, ich habe kein Geschenk. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Na bitte, mein Geschenk ist fertig. Susi, das ist für dich. Wow, Steve, danke. Was? Eine leere Schachtel? Warte, ich weiß, was dir gefallen wird. Scanne diesen QR-Code. Steve, was ist das? Oh, das ist mein Lieblingsbild. Wir lieben unsere Abonnenten. Liebe Fee, bitte mach meinen Wunsch wahr. Was haben wir denn da? Ein Vogel? Abracadabra! Hey, mein Zauberstab! Arbeite! Der Akku ist schon wieder leer. Okay, Google. Wo kann ich Magie finden? Dieser magische Tattoo-Laden lässt Wünsche wahr werden. Ich habe keine andere Wahl. Hi,
Ich brauche ein magisches Tattoo. Das ist also dein Entwurf? Sprich mit der Tätowiererin. Hey, ich brauche einen Vogel. Klar, dann fangen wir mal an. Au, au, au. Wow, sogar zwei. Danke. Fee, und wer bezahlt mich jetzt? Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wow, endlich habe ich einen Vogel. Oh, sieh dir das Mädchen an. Eine wahre Traumfrau. Ich weiß, was ich machen kann. Au, au, au. Das ist mein bestes Tattoo aller Zeiten. Wow. Hi, meine große Liebe. Ich will dich küssen. Ups. Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Da bist du ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Hey, was machst du hier? Haha. Er hat eine Waffe. Oh, das ist nur ein Kamm. Oh, danke, Steve. Wie lange dauert das denn noch? Fertig. Ich nehme diese Zaubertinte. Schere, Stein, Papier. Gewonnen. Du bekommst sie nicht, Loser. Hey, Leute. Ich will immer noch wissen, warum ich dieses Tattoo brauche. Warte kurz. Oh ja, danke. Mach dich bereit. Guter Schlag, Susi. Überall gibt es glückliche Paare. Meine Freundin ist spät dran. Wo bist du? Ich werde nicht kommen. Oh, schade. Was ist das? Ein Tattoo, das Wünsche wahr werden lässt. Ich habe eine Idee. Du bist mein Sonnenschein. Leute! Ich will ein magisches Tattoo. Welches Design hättest du gern? Keines von denen. Ich habe meine eigene Vorstellung. Ich möchte ein Tattoo von diesem Mädchen haben. Okay, kein Problem. Wow! Ups! Steve, was hast du getan? Ist schon gut. An diesem Mädchen muss etwas Besonderes sein. Oh-oh. Tut mir so leid. Ich liebe alles an ihr. Viel Glück, Kumpel. Du verdienst das Geld nicht. Hier ist dein Kaffee. Der reicht nicht. Ich brauche mehr. Klar, dieser Kunde wird unseren ganzen Kaffee trinken. Hier ist deine eigene Tasse. Cool, danke. Der reicht für eine Stunde. Ich liebe meinen Job. Hier bin ich. Wo ist die Zaubertinte? Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Das ist ein Tintenfluch. Was ist passiert? Unser Laden. Was ist denn hier nur los? Susi, sieh mal. Eine Botschaft. Ich verstehe sie nicht. Leute, könnt ihr kommentieren, was dieser Schurke uns sagen will? Es ist kaum noch Tinte übrig. Was soll ich mir wünschen? Vielleicht eine Playstation? Oder einen leckeren Burger? Was? Lass dir ein Dollar-Tattoo stechen. Okay. Was? Nein! Warum ist der so langsam? Ist doch egal. Komm schon, beeil dich, Steve. Nein! Wow! Dieser magische Tintenbehälter ist für dich. Für mich? Ja, klar. Danke, Leute. Was macht der da? Ich will endlich einen Hund haben. Paul? Das ist ja verrückt.